Hier bin ich wieder, eure Deria. Und es geht weiter mit dem zweiten Teil der Engelbotschaften für die Sternzeichen Waage bis Fische für den Monat November. Für die Waage. Erzengel Uriel bringt dir diese Botschaft. Hast du Angst vor dem Alter, wenn du morgens in deinen Spiegel schaust? Dann lächle. Lächle einfach in den Spiegel hinein. Lächle in den Tag. Lächle, wenn du vor die Tür gehst. Das entwaffnet deine Gegner, wenn er dir seinen Unmut zeigen will. Lass dein Lächeln zu deinem Lebensprinzip werden. Denn deine Devise für den November lautet: Dein Lächeln wird deinen Gegner entwaffnen. Für den Skorpion. Der Engel Barbiel bringt dir diese Botschaft. Als Kind bist du voller Vertrauen in die Arme von Erwachsenen gelaufen. Doch was ist nun in deinem derzeitigen Leben? Was hat es aus dir gemacht? Deine engsten Freunde betrachtest du voller Misstrauen und überlegst bei dir, bei jedem Lächeln, ob es auch ehrlich ist. Aber warum? Versuche wieder an das Gute im Menschen zu glauben, die dir wichtig sind, und trenne dich von deinem Misstrauen. Denn deine Devise lautet: Öffne dich neu und entdecke das innere Kind in dir und alles wird gut. Für den Schützen. Engel Adnachiel gibt dir folgende Botschaft. Deine Welt ist dein Leben, ist von deinem Leben geprägt, von Ehrgeiz, Hektik und Stress. Alle schönen Dinge des Lebens schiebst du in der Zeit von heute auf morgen und übermorgen. Das Leben findet aber heute, genau heute statt. Warum willst du es aufbewahren? Warum verzögerst du alles? Auf vielleicht ruhige Zeiten? Die kommen bei dir nie. So ist es nicht. Und deine Devise ist: Das Leben findet jetzt statt, sofort, heute und nicht erst morgen. Für den Steinbock. Erzengel Haniel sagt dir: Lasse von deinen alten Verfahrensmuster los und halte nicht an dem fest, was nur eine liebgewordene Gewohnheit ist. Sie passen nicht mehr in dein Leben. Hänge nicht daran, weil du glaubst, dass andere Menschen das von dir erwarten. Mach dich frei von altem Ballast, auch in deinem Kopf. Denn deine Devise ist: Trenne dich von alten Gewohnheiten, klammere und halte nicht daran fest. Für den Wassermann ist der Erzengel Gabriel zuständig und er hat folgende Botschaft für dich. Beginne mal mit dir selbst. Betrachte dich selbst. Und betrachte dich sehr achtsam, wie du mit anderen Menschen umgehst, als wären es Menschen von deiner Familie. Beachte genau, warum du diese Menschen liebst und warum andere nicht. Es wird dir helfen, ehrlicher die Menschen einzuschätzen. Am Ende macht dich das, genau das, glücklich. Und deine Devise ist: Betrachte dich einmal selbst in aller Achtsamkeit. Nun zu guter Letzt die Fische. Deine Botschaft, lieber Fisch, kommt vom Engel Barchiel und lautet: Du bist kein Mensch, der immer etwas zu sagen hat. Auch wenn du nichts zu sagen hast, trotzdem musst du nicht immer das letzte Wort haben. Das brauchst du auch nicht, denn dein Argument ist das Klügste, denn du denkst zuerst, bevor du sprichst.
Das können nicht viele von sich behaupten. Absolut nicht. Und deine Devise lautet: Du musst nicht lauter als die anderen sein. Bleib, wie du bist, in deiner Gelassenheit. So, das war's, meine Lieben, mit den Engelbotschaften für den Monat November. Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ganz herzlichst, eure Dirja.